Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anna. Es gab zwar kleine Jumpscares, aber bis jetzt war es noch nicht so richtig gruselig. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu unempfindlich auf sowas. So, unser momentanes Problem besteht darin, dass dieses Lämpchen nicht hell genug leuchtet. Wir könnten natürlich hier Frau Kleiderpuppe anzünden. Die sogar ein Gesicht hat. Seht ihr da? Da sind Augen. Die wird mich gleich beißen. Das Licht müsste heller werden. Wir können ja die alte Lampe, die leuchtet ja heller wegen diesem Staubzeug, nicht wahr? Die können wir ja nicht hochholen. Nein. Den Staub haben wir aus dem Buch bekommen. Ob da noch mehr rausfällt, wenn wir die Dokumente aus irgendeinem, ich glaube, es war hier beim Alchemiebuch. Nein. Das Elektrum hat sich im Wasser ausgebreitet. Oh, ich habe im Haus etwas Elektrum gefunden. Eine Legierung aus Gold und Silber. Müssen wir die Blätter wirklich wiederholen? Ich habe in der letzten Folge schon weiß. Gold. In der letzten Folge schon gesagt, dass man die Blätter ja anscheinend wieder mitnehmen kann. Ich hatte bloß Angst, sie abzunehmen. Schwarz, dann ist hier hinten Silber. Na. Weil ich dachte, dann passiert wieder was Schlimmes. Silber. Genau. Wir gehen mal wieder in etwas Sicherheit. In unsere Ecke, sodass uns nichts von hinten greifen kann. Wie in der letzten Folge, als ich mich echt erschrocken habe. Also, es war wirklich Silber. Kann ich das kombinieren mit Gold? Nein. Gleich in den Mörser? Ich lege ein silbernes Blatt in den Mörser. Also es scheint gar nicht so blöd zu sein, was wir gerade tun. Und wir nehmen das Goldene und packen es dazu. Ich lege ein goldenes Blatt in den Mörser. Und jetzt zermörsern wir das in Mörser. Vermutlich nicht ganz so rein wie das Elektrumpulver, das ich gefunden habe. Und Pulver ist Pulver. Aber es sollte funktionieren. Dann stiefeln wir mal schnell in den Raum zu unserer Freundin. Hallo. Und machen das Pulver wieder hier rein. Funktioniert das? Tatsächlich. Wieso hörst du nicht auf mich? Verschwinde hier. Anna ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich spüre ihre Anwesenheit mit jedem Schritt. Ich höre sie hinter jeder Tür. Und doch ist sie nicht hier. Sie hat vom ersten Moment an versucht, mich zu vertreiben. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe Nacht um Nacht von diesem Augenblick geträumt. Ich habe mein eigenes Blut geopfert, um sie wiederzusehen. Und nun verschmäht sie mich. Okay. Was ist das? Geräusch. Schlagendes Herz? Wir klauen es mal. Er schlägt, schlägt, schlägt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss es zerstören. Die Puppe ist umgefallen. Was ist das? Eisenstange? Eigentlich ein angenehmer Rhythmus. Oh, was ist das? Das sind doch diese Fruchtbarkeitspuppen, ne? Sehen die nicht so aus wie eine
eine moppelige Frau. Ich finde sie eigentlich irgendwie ganz süß. Sie ist umgefallen. Wir schauen ihr gleich mal ins Gesicht. Auch wenn ich Angst habe. Hier ist sonst nichts. Dass Jens anspringt. Immer noch das gleiche wie vorher. Und sie hat die Beine ein bisschen verdreht. Können wir ihr das Herz irgendwie einsetzen? Nein. Ich dachte, dann erwacht sie zum Leben oder sowas. Aber wir haben hier jetzt eine Brechstange oder eine Eisenstange. Vielleicht müssen wir die kombinieren mit dem Werkzeug. Nein. Ein bisschen zurück. Soll das ein Knurren sein oder was ist das? Wir kombinieren das mal. Ah! Super! Was ist das? Ersatzteile für den Ofen. Ich fasse es nicht, wie verzweifelt ich danach gesucht habe. Und jetzt ist es einfach hier. Ist hier irgendwas? Sie liegt auch noch dort. So gefällt sie mir am besten. Und wir puzzeln die Ersatzteile für den Ofen mal hier ran. Wo ist es? Kaputter Ofen? Hier, kaputter Ofen. Das sieht doch aus, als wäre es nie kaputt gewesen. So, und erinnert ihr euch noch dran, als er gesagt hat, dass der Ofen noch kaputt ist und wir die Wurzel nicht reinmachen können? Hervorragend. Müssen wir das Herz jetzt hier reinlegen? Tatsächlich. Müssen wir das jetzt auch noch anzünden? Wow. Oh Gott. Das fand's nicht so cool. Okay, das schien wehgetan zu haben. Du näherst dich einfach. Ich habe ein schlagendes Herz aus Holz verbrannt. Vielleicht träume ich nur, vielleicht bin ich endgültig wahnsinnig geworden. Wäre es nicht verrückt, jetzt aufzugeben? Ich habe oben gerade Schritte gehört. Ich muss einen Weg finden, dorthin zu gelangen. Oben? Die Kellertür oder also die Tür da oben? Wir haben eine Leiter. Hier ist jetzt alles in so einem schönen pinken Rosa getaucht. Ich gucke aber nochmal schnell, ob hier noch was anderes ist. Aber hier sieht alles aus wie immer. Man soll nie unter einer Leiter durchgehen, deswegen gehen wir außen rum. Ist auch alles wie immer. Sie liegt noch. Okay. Na, lass mich durch. Treppe zum Dachboden. Purple Rain haben wir als Errungenschaft freigeschaltet. Was war das denn für ein Geräusch? Ist ja was zerquetscht. Ein Stuhl? Ist das Pflanzen? Steht so nah dran, als dass ich es erkennen kann. Oh, ein neues Buch. Rituale unserer Herren. Scrollen erstmal schnell durch. Falls wieder, okay, irgendwas rausfällt. Wir haben eine Notiz dazu bekommen. Seit ich diesen Ort betreten habe, habe ich viele unglaubliche Dinge gesehen, gehört und gefühlt. Und doch finde ich noch immer Dokumente, die mich erstaunen. Diesem Buch zufolge muss man eine spezielle Kerze neben einem besonderen magischen Symbol entzünden, um das Kerzenwachs mit den Eigenschaften des Blutes einer Frau zu versehen, damit man es für gewisse Rituale nutzen kann. Bis heute hätte ich niemals an solche Folklore geglaubt. Doch nachdem ich in diesen Albtraum gezerrt wurde, glaube ich fest an derlei Dinge. Gehen wir denn zuerst lang? Hier lang. Du suchst einen Zufluchtsort, von dem du nie mehr zurückkehren kannst.
Liebst du sie? Maybe. Vielleicht. What? Warum? Wer ist sie? I don't know. Ich weiß es nicht. Das Flüstern war ekelhaft, das war genau in meinem Ohr. Ist der Mann einer Hexe verfallen? Und die haben sie dann gejagt? Ist das sowas wie ein Succubus? Schaut mal, ein Kleiderstuhl mit Kleiderhaken. Es scheint für Kleidung gemacht zu sein. Den Stuhl kann man auch direkt aufhängen. Göttinnensymbol. Eine antike Darstellung einer Gottheit. Ich glaube, sie stammt aus der Bronzezeit. Das Zeitalter, in dem Götter und Menschen noch dieselbe Luft atmeten. Okay. Ist ja so eine Kleiderpuppe, wie die unten gebrannt hat. Hier liegt nichts. Kerzen. Ohne Tür. Schuhe. Er steckt in der Wand fest. Können wir den irgendwie raushebeln? Nein. Na, auch nicht. Mit der Axt aus der Wand schlagen. Oder mit dem Ritualdolch auch nicht. Und mit der Eisenstange können wir die auch nicht raushebeln. Das lassen wir dann einfach mal so. Tür. Will ich wirklich fliehen? Nein. Ich dachte... Ah, da können wir wahrscheinlich draußen auf dem Balkon vom Haus oder so. Ist das nur Holz? Ist auch nur Holz? Oh, da können wir vielleicht reincrouchen. Gehen erstmal hier rum. Was ist das? Ein zugenageltes Fenster. Warum hast du die Statue aus der Kirche gestohlen? Sie ist es, Frau... Sie, wer? Sie... Das Frau hätte ich nicht vorlesen sollen. Maske des Assassinen. Okay. Das Antlitz der Wahrheit. Das müssen wir bestimmt wieder irgendwo zuordnen. Wow. Oh, da ist sie. Das war blöd, jetzt haben wir wieder was von unserem Stock hier verloren. Okay, er sagt immer nur das Gleiche bei ihr. Das finde ich aber unfair, man müsste irgendwie einen Hinweis haben, ob man irgendwo hingehen darf oder ob man es nicht darf. Denn ich will doch erkunden. Oh, hier hinten geht's weiter, oder? Ich glaube, da geht's zumindest weiter. Oh, Falltür? Ach, da, wo wir runtergehen können. Ich dachte, hier auf dem Tisch, das sah nämlich irgendwie aus. Jetzt könnte man es nehmen, aber es ist nur ein Schatten. Ein Topf. Holzscheite. Du fürchtest den Tod und doch hast du keine Bedenken, dich ihm hinzugeben. Stand sie erst schon hier? Nein, 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 da gehe ich bestimmt nicht hin, junge Frau. Du hast mir da erst wehgetan. Wo bist du hin? Wohin noch immer? Wir gehen durch. Warum hast du es zerstört? Du bist besessen. Schau dich an. Diese Statue aus der Kirche, oder was? Spiegel. Er ist sehr dreckig und zeigt kein Spiegelbild. Können wir ihn sauber machen? Ich meine, wir haben ja... Hier sind die Masken. Ich meine, wir haben ja Wasser noch dabei. Nein. Okay. Dann hier. Hinter dem Schrank ist nichts ausnahmsweise. Können wir den... Oh, da ist was drin. Ein Buch wieder mal. Von Masken. Oh, die beiden haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch diese sympathische hier. Huch, das wollte ich nicht. Und die Schubläden können wir nicht öffnen.
Ich glaube, in der nächsten Folge mache ich mal wieder eine Lesestunde. Und wie ich sehe, ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Sag es mir, warum hast du es zerstört? Du bist nicht mehr du selbst. Okay. Wir stellen uns einfach mal hier hin. Oder auch nicht, weil uns da was in den Nacken atmet. Wir stellen uns einfach trotzdem wieder hier hin. Und ich beende die Folge mal an dieser Stelle. Mal sehen, ob ich in der nächsten Folge eine Lesestunde für die Bücher wieder einrichte. Ich markiere sie auf jeden Fall wieder, dass jeder, der den Inhalt der Bücher nicht wissen möchte, nicht zuschauen muss. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut, wenn es heißt Let's Play Anna. Bis dann. Tschüss.